Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu unserem Webinar, unserer Initiative Kernkraft, ja bitte, wir essen, was wir sehen. Heute sind wir auf dem Gut Mönchhof in Hessen bei Katrin Quandé und Herbert Vögel von der Getreidezüchtung Peter Kunz. Wir wollen ja heute mal den Getreidezüchtern etwas näher über die Schulter schauen. Unsere Initiative hat sich zum Ziel gesetzt, die Getreidezüchtung weiter voranzubringen. Deswegen haben wir eben Partner und besuchen die auch regelmäßig und gucken mal, lassen uns von denen erklären, was sie eigentlich so machen. Genau, wir freuen uns auf Ihre Fragen. Am Ende des Webinars versuchen wir die auch gleich live zu beantworten. Stellen Sie sie einfach im Chat. Die Fragen, zu denen wir heute dann nicht mehr kommen, werden wir im Nachgang beantworten. So, Herbert, dann gebe ich dir gleich mal hier die Fläche, dich vorzustellen. Ja, Herbert Völkle, ich bin Geschäftsführer der Getreidezüchtung Peter Kunz in der Schweiz. Wir befassen uns seit 35 Jahren mit der biologisch dynamischen Züchtung von Sorten für den Biolandbau. Wir züchten Getreide und seit neuerem auch noch Erbsen und Mais. Und hier am Mönchhof in Hessen ist der Standort der Dinkelzüchtung in Deutschland. Und damit kann ich weitergeben an Katrin Quandé. Genau, ich bin Katrin Quandé und ich bin Dinkelzüchterin hier auf dem Gut Mönchhof. Das ist die deutsche Außenstelle der Getreidezüchtung Peter Kunz. Wir befinden uns in Nordhessen. Wir haben da hinten die Hessische Schweiz. Da auf der anderen Seite ist der Hohe Meißner, der Frau Holleberg. Und ich habe das Wort Zuchtgarten benutzt. Zuchtgarten ist, wie das Wort schon sagt, ein besonderer Ort. Es ist ein Ort der Vielfalt oder wo Vielfalt entwickelt wird, Vielfalt entsteht. Die Gebrüder Grimm hier würden sagen, es ist ein Ort der Mannigfaltigkeit. Und im Zuchtgarten werden die Pflanzen sozusagen weiterentwickelt. Wir entwickeln neue Sorten, auf den Begriff Sorte komme ich gleich noch zu sprechen. Wir machen hier Kreuzungen und das geht hier über die ganzen Generationen, bis letztendlich nach ungefähr 15 Jahren dann hoffentlich auch Sorten rauskommen, die für den Markt geeignet sind. Und Vielfalt ist in dem Sinne auch sehr wichtig, weil wir uns auch in einer Zeit befinden, oder es war schon immer so, dass wir klimatischen Veränderungen unterworfen sind. Im Bereich des Lebendigen verändert sich, oder es ist ja der Ausdruck des Lebendigen, dass sich ständig was verändert, und so müssen wir auch unsere Kulturpflanzen in dieser Entwicklung mitnehmen. Und in der Züchtung geht es eigentlich darum, die Pflanzen, wie man so oft sagt, fit für die Zukunft zu machen oder einfach Pflanzen zu züchten, die auch geeignet sind für die Bedingungen, die wir jetzt haben und auch zukünftig haben werden. Ja, du hast gerade schon gesagt, es gibt verschiedene Sorten. Ich dachte immer, Weizen wäre die Sorte. Genau, viele sagen, es gibt Weizen als Sorte, es gibt Dinkel als Sorte. Aber wir kennen das zum Beispiel aus dem Bereich der Äpfel. Da kennen Sie ja Golden Delicious, es gibt Gala-Äpfel, es gibt Glockenäpfel. Man kennt eine relativ große Palette an verschiedenen Sorten. Und beim Weizen ist es genauso. Innerhalb des Weizens gibt es viele Sorten. Es werden über 200 Sorten in Deutschland vermehrt. Auch beim Dinkel gibt es verschiedene Sorten. Es gibt die Sorte Oberkulmer Rotkorn, es gibt die Sorte Gletscher, es gibt die Sorte Zollernspelz, es gibt die Sorte Komburger, es gibt die Sorte Kopper und so weiter. Das ist einem meistens nicht so bewusst. Und bevor ich in der Züchtung anfing, mir auch gar nicht so. Das hat sich dann auch entwickelt. Aber es gibt eine Vielzahl von Sorten auch hier. Ja, das sieht man auch wirklich sehr gut, wenn man hier im Zuchtgarten steht. Man hat hier pro Parzelle, also in jedem dieser kleinen Vierecke, ganz unterschiedliche Pflanzen stehen. Herbert, wie kann denn das sein, dass hier ein Weizen steht, der so ganz niedrig ist und daneben einer, der ja eine ganz andere Farbe hat und viel höher ist? Was ist denn da der Unterschied? Ja, wir können hier schön zeigen, warum es eine Züchtung für den biologischen Landbau braucht. Wir sehen im Hintergrund alte Landsorten. Das sind Weizensorten, die vielleicht vor 120 Jahren gezüchtet wurden, die lange Jahre eine große Rolle gespielt haben in der Landwirtschaft in Mitteleuropa. Heute ist die Landwirtschaft intensiver geworden. Auch die biologische Landwirtschaft hat Methoden entdeckt, wie man den Boden noch fruchtbarer bekommt, wie die Pflanzen
Pflanzen noch besser versorgt werden können. Und man sieht hier gut, dass so eine Pflanze einfach mit der Landwirtschaft von heute nicht mehr gut umgehen kann. Die fällt dann um. Sie ist einfach für dieses Niveau nicht geeignet. Dann haben wir daneben eine moderne, konventionelle Sorte. Das sind eben Sorten, die für die Landwirtschaft mit vielen Hilfsmitteln gezüchtet wurden. Das heißt, diese Sorten brauchen eine ständige Betreuung durch Pflanzenschutzmittel und vielleicht mineralischen Dünger, damit sie gedeihen können. Und wenn die dann auf einer biologisch bewirtschafteten Fläche stehen, dann kommen sie mit dem Beikraut nicht zurecht oder die Pflanzen werden krank oder sie können keine, nicht die, die Qualität bilden, die für die Bäcker notwendig ist. Und deshalb züchten wir heute Pflanzen, die für die biologische Landwirtschaft geeignet sind. Das ist zum Beispiel hier die Sorte Asita. Das ist eine Sorte, die ausreichend Höhe hat, die ausreichend Substanz hat, um in der Nährstoffdynamik, also das heißt, so eine Pflanze muss nicht auf den Punkt genau im richtigen Moment mit diesen Nährstoffen versorgt werden, sondern sie hat die Eigenschaft, das auch innerhalb der Pflanze über den Stoffwechsel auszugleichen. Und dann eben auch die Qualität zu bilden, die für die Bäcker, die die Bäcker und die Müller auch zufriedenstellt. Schöne Körner und eben auch die, die Gesundheit auf der Ähre, das kann man hier ganz schön sehen. Also zusammengefasst kann man sagen, ihr entwickelt hier Pflanzen so für den Ökolandbau von morgen. Also und für den Ökolandbau von heute. Genau. Und bereithalten müssen wir sogar noch die ganze Diversität für übermorgen, sage ich dann mal. Das ist ja die zweite Aufgabe, die wir haben, dass wir die, wir nehmen heute auch, wenn wir später in der Selektion sind, dann selektieren wir natürlich auf Sorten, die für heute geeignet sind. Aber dann fällt einem auch immer wieder mal eine Pflanze auf, die ein ganz bestimmtes Potenzial hat. Und dann nimmt man die einfach mit und versucht sie auf dieser Arche Noah einfach noch mitzunehmen, auch wenn sie vielleicht für die Landwirtschaft und die Bäckereien von heute nicht unbedingt genau die richtige ist. Also wir wollen einfach auch ein breites Spektrum an, an Sorten und Linien mitnehmen in die Zukunft. Mhm. Breites Spektrum, das ist ja ein gutes Stichwort. Kathrin, du hast ja da hinten eine ganz spannende Sache mal versucht nachzuvollziehen. Mhm. Ich glaube, wir gehen mal runter und erzählen dann, worum es geht. Ja. Ein bisschen was über die Züchtungsgeschichte oder so vom Weizen gehört, der von dieser Länge heute bis ganz kurz gezüchtet wurde. Und wir können uns fragen, wie ist eigentlich der Dinkel entstanden? Was hat der für eine Ursprungsgeschichte? Dinkel wird ja heute immer als Urgetreide vermarktet. Das kommt ein bisschen aus einem Missverständnis. Rührt das her. Man dachte immer, der Dinkel wäre auch wie der Weizen vom fruchtbaren Halbenbond auch nach Europa gekommen, hätte sich hier etabliert. Aber seit 10, 15 Jahren weiß man eigentlich, es gibt einen asiatischen Dinkel, aber es gibt auch einen europäischen Dinkel. Und der europäische Dinkel ist ein ganz junges Getreide und ist eines der wirklich wenigen Getreide, die auch in Europa entstanden sind. Und wie ist es entstanden? Hier haben wir einen Emmer, einen schwarzen Emmer. Und dieser Emmer hat sich gekreuzt mit einem witzigen Weizen, man nennt den Zwergweizen oder Triticum compactum. Früher hatte man auf dem Feld nicht ganz reine Bestände, sondern es waren meist Mischungen. Und so ist es vor etwa 4000 Jahren geschehen, dass diese beiden sich spontan gekreuzt haben. Und was daraus entstanden ist, das habe ich dann mal versucht, wie sozusagen nachzuvollziehen, habe ich auch eine solche Kreuzung gemacht. Und die Nachkommen, die daraus entstanden sind, die können wir auch gleich da drüben sehen. Hier befinden sich diese Nachkommen aus dieser Kreuzung.
Und man sieht, es ist eine wirklich große Vielfalt, die daraus entsteht. Es gibt hier Ähren, die sind emmerartig. Es gibt Ähren, die sind ähneln mehr diesem Compactum-Typ. Es gibt Ähren, die sind ganz wie klassische Dinkel. Der ist jetzt ein bisschen dichter. Es gibt Ähren, die ähneln unserem Brotweizen. Das ist wie so ein Füllhorn, das daraus aus einer solchen Kreuzung entsteht. Und beim Dinkel ist diese Vielfalt besonders wichtig heute, denn Dinkel ist ja fast zum Erliegen gekommen, der Anbau. Also wir haben schon mal fast diese Kulturpflanze verloren. Und erst in den 70er Jahren hat man sich eigentlich wieder des Dinkels besonnen und mit der Züchtung angefangen. Also im Vergleich zum Weizen haben wir beim Dinkel noch eine sehr geringe Sortenvielfalt. Und deswegen ist es uns speziell ein Anliegen in der Züchtung, dass die Kultur auch, diese Kulturpflanze auch in Zukunft noch anbauwürdig ist, wieder eine große Vielfalt zu erzeugen. Also im hinteren Teil des Zuchtgartens haben wir wirklich viele Tausende von Dinkellilien, die wir angucken, bonitieren, selektieren. Und wenn die dann wir als gut befinden und alle Kriterien, die wir so angucken, wenn sie da die Hürde schaffen, dann sind sie eigentlich so weit, dass sie auch für den Markt, dass wir denken, die können auf den Markt kommen, wir in die offizielle, diese Sorten in die, oder Kandidaten in die offizielle Prüfung stellen und hoffen, dass die auch irgendwann beim Konsumenten ankommen. Mhm. Ja, jetzt habe ich ja hier schon Tütchen entdeckt, mitten auf dem Feld. Was hat es denn damit auf sich, Herbert? Ja, um zu einer neuen Sorte zu kommen, steht am Anfang die Kreuzung von zwei Sorten. Man sucht sich in den Jahren vorher durch Beobachtung und vielleicht auch Analysen, sucht man sich zwei Sorten aus, von denen man bestimmte Eigenschaften zusammenbringen will. Und dann ist das hier, das ganze Feld ist eine Sorte und dann wäre das die Mutterpflanze. Bei diesem Kreuzungsvorgang werden von der Mutterpflanze die Pollen entfernt, also da werden die Spelzen aufgeschnitten und dann die Pollen entfernt. Und in einem zweiten Schritt wird dann mit dieser, unter dieser Papiertüte die Vaterpflanze eingebracht, also sozusagen der Pollenspender. Dann kommen die Pollen der Vaterpflanze auf die Mutterpflanze. Und in den nächsten Jahren entsteht aus dieser Pflanze eine Vielfalt. Die ist jetzt nicht ganz so groß wie bei dieser Kreuzung zwischen dem Dickkopfweizen und dem Emmer, weil wir uns ja innerhalb des Dinkels bewegen bei dieser Kreuzung. Und trotzdem entsteht hier in den Folgejahren, vielleicht im dritten, vierten Jahr nicht, nach dieser Kreuzung, haben wir im hinteren Bereich des Zuchtgartens vielleicht 200-300 Nachkommen aus dieser Kreuzung stehen. Ja, super. Katrin, wo stehen wir denn jetzt hier? Das ist einer deiner Dinkellieblinge. Genau, also beim Dinkel habe ich schon mal angedeutet, dass die Sortenvielfalt immer noch relativ gering ist. Also wir verbinden oft mit dem Dinkel etwas sehr Natürliches, aber wenn wir im Hinblick auf die Diversität sind wir da eigentlich noch sehr mager bestückt. Und ein Ziel ist es bei uns, wieder die Vielfalt wieder zu öffnen. Und darunter fällt auch zum Beispiel, auch im Hinblick auf die klimatischen Veränderungen, dass es eigentlich in dem Spektrum, das wir bisher haben, dass da die ganz frühen Sorten fehlen. Und hier ist es ein Kandidat, eine Zuchtlinie, die es schon sehr weit gebracht hat, die vielleicht, wenn jetzt noch alles stimmt, also Qualität stimmt, die bei den Ähren die Spindelbrüchigkeit stimmt, also Dinkel, der drischt ja nicht frei, sondern im Spelz, und die Ähre muss brechen, die Ähre ist noch nicht ganz reif, deswegen geht es jetzt ein bisschen schlecht. Aber wenn die nicht schön bricht, dann ist das schon ein Ausschlusskriterium, dass sie die nächste Hürde schafft. Genau, und wenn
wenn Sie sich dieses Jahr noch auch im Labor, also wir machen ja auch Backqualitätserhebungen, wenn auch dort die Werte stimmten, dann wäre das vielleicht ein Kandidat, um in die offizielle Prüfung zu stellen. Die dauert in Deutschland 3 Jahre und es ist eine staatliche Prüfung. Und wenn dort die Resultate so sind, dass sie als gut befunden wird, dann kann man eigentlich erst mit der Vermehrung starten und hoffen, dass sie dann den Weg auf den Markt finden. Ihr seid ja jetzt eigentlich so jeden Tag hier oben in eurem Zuchtgarten unterwegs. Was für Arbeiten fallen denn da so den Sommer über an? Also meist wird man als Züchterin gefragt, ob man wieder Körner zählt. Ich zähle nie Körner, das macht eine Maschine. Aber es geht darum, man guckt die Pflanzen an, man schaut, wie kommen sie durch den Winter. Gibt es Auswinterung? Ja, nein. Es gibt einen ganzen Komplex an Pflanzenkrankheiten, also an Getreidekrankheiten, dass da diesen auch einer stetigen Veränderung unterlegen. Auch Pilze sind globaler geworden, auch die reisen um die ganze Welt schneller als früher, so dass wir eine andere Dynamik haben und ständig gucken müssen, passen die Pflanzen, ja oder nein, sind sie gesund, ja oder nein, sind sie ausreichend gesund, ein bisschen krank ist dann auch nicht so schlimm. Genau, und wenn die sozusagen Pflanzengesundheit stimmt, sie müssen stehen bleiben, nicht so wie wir bei dem langen Weizen gesehen haben, der am Schluss liegt, das nützt uns nichts, genau, stehen bleiben. In diesem Fall ist es auch ein längerer Dinkel, da geht es auch um Strohertrag zum Beispiel, nicht nur Kornertrag. Da seid ihr gut beschäftigt. Ja, genau. Ja, das war die Frage, was wir den ganzen Tag machen. Wir schauen die Ausreifung an, sind sie frühreif, spätreif, die ganze Qualität kommt dazu. Wir machen Backversuche. Und ihr habt dann ja auch so Bögen, die ihr eigentlich für jeden ausfüllt, ob er die Kriterien erfüllt oder nicht für jede Sorte. Wir sind ja hier jetzt in dem Bereich, da haben sie es ja schon relativ weit geschafft. Ja. Wie geht es denn dann weiter, wenn so eine Sorte zugelassen wird? Ja, zunächst mal muss man ja auch eine ausreichend große Fläche haben, um überhaupt einen Backversuch machen zu können. Also wir stehen ja am Anfang immer vor dem Problem, dass wir eigentlich, wenn wir das Getreide verbacken würden, hätten wir es ja nicht mehr. Das heißt, wir beobachten die Pflanze über Jahre und wissen eigentlich noch gar nicht, wir ahnen es natürlich, aber wir wissen nicht, ob man Brot daraus backen kann. Wir brauchen erstmal mindestens so eine Fläche, um überhaupt ein Brot aus dieser Sorte backen zu können. Das wäre der nächste Schritt, dass wirklich mal ein Laib Brot aus dieser Sorte gebacken wird. Und wie es dann weitergeht, sehen wir hier rund um den Zuchtgarten. Wir brauchen dann noch mindestens 4 Jahre Hochvermehrung, um aus diesen vielleicht 20 Kilo, die man aus so einer Parzelle erntet, dann in vielen Schritten Saatgutmengen zu produzieren, die dann den Landwirten zur Verfügung gestellt werden können. Und das sehen wir hier rund um den Zuchtgarten, sind große Vermehrungsflächen für diese weiteren Stufen, bis dann vielleicht in 4 oder 5 Jahren tatsächlich in irgendeiner Bäckerei oder in einer Hofbäckerei Brot aus dieser Sorte gebacken werden kann. Ja, und die Getreidezüchtung Peter Kunz macht das ja schon seit einigen Jahren schon recht erfolgreich. Ihr habt ja schon einige Sorten auch so weit gebracht, dass die jetzt auf den Feldern zu finden sind. Kannst du so eine Zahl sagen, wie weit ihr schon ausgebreitet seid? Ja, es gibt natürlich sehr viele Sorten, aber so wirklich relevant in Deutschland in der Landwirtschaft sind jetzt, würde ich mal sagen, 5 Dinkel und 5 Weizen aus unserer Züchtung. Und von der Verbreitung her, wir zum Beispiel in Baden-Württemberg und Bayern, kann ich vielleicht sagen, ist mittlerweile jedes zweite Biobrot aus einer Sorte aus biologisch dynamischer Züchtung gebacken. Das ist ja schön. Dann kann es ja durchaus mal sein, wenn ich bei meinem Biobäcker mir ein Brot kaufe, dass das aus einer Sorte entstanden ist, die von euch kommt. Gut zu wissen. So, dann bin ich jetzt gespannt. Ich danke euch schon zum ersten Mal, dass wir heute hier sein durften, für eure Einblicke, die ihr uns gegeben habt. Es war wirklich spannend. Jetzt bin ich gespannt auf die Fragen, die während des Webinars uns eingereicht wurden. Vielleicht eine Frage für dich, Katrin. Nach welchen Kriterien wird entschieden, ob eine Sorte für den Markt geeignet ist? Also in Deutschland oder es gibt diesen landeskulturellen Wert bei den
allen Getreiden. Das heißt, sobald ich eine neue Sorte anmelde und die geprüft wird, schaut man, ob sie diesen landeskulturellen Wert erfüllt. Das heißt, sie muss in der Summe ihre Eigenschaften in einen Fortschritt bringen gegenüber dem, was schon da ist. Das kann auch mal sein, Frühzeitigkeit, wie jetzt hier zum Beispiel, aber es muss ein gewisses, also es sind einfach so ein Grundspektrum an Kriterien, die erfüllt werden müssen. Mhm. Sonst kommt man nicht durch. Wir selber haben natürlich auch Ansprüche an die Qualität, die setzen wir uns ein bisschen selber auch. Oder an die eine harmonische Pflanzenentwicklung oder eine schöne Ausreifung. Also wir sehen schon auch, dass die Kultur, es sind Kulturpflanzen und das ist immer ein Hin und Her auch mit den Menschen. Mhm. Und genau, und diese sozusagen Kriterien, die sie erfüllen müssen, das ist ein Kriterienkatalog vom Bundessortenamt. Da haben wir gar keinen Einfluss, aber diese die Hürde müssen sie schaffen. Genau. Okay. Dann habe ich hier eine Frage. Haben Sie bei der Züchtung Probleme mit der Trockenheit? Es gibt natürlich Jahre, da ist es schwierig im Zuchtgarten. Mhm. Also wir in der Züchtung suchen andere Bedingungen als die Landwirte. Im Zuchtgarten haben wir möglichst alle Krankheiten, möglichst ganz viele Krankheiten, möglichst schwierige Bedingungen, dass man die Pflanzen in ihrer Plastizität kennenlernt. Es nützt nichts, wenn alles gesund ist, alles stehen bleibt. Dann kommt sie auf einen anderen Betrieb, dann fällt sie um, wird krank, fertig. Also wir möchten suchen ein bisschen die Extreme und auch, das ist nicht der einzige Standort. Wir haben auch in der Schweiz einen Standort, wo das Wasser nicht gut gehalten wird, also Trockenheit auch vorherrscht im Sommer. Und so suchen wir ein bisschen die Orte, wo die Pflanze zeigen kann, taugt die dort was oder nicht. Also nicht jede Pflanze ist für einen trockenen Standort geeignet, nicht jede Pflanze ist für einen intensiven Standort geeignet. Da muss man ein bisschen gucken, dass jede Pflanze ihr neues Zuhause findet, so ungefähr. Alles klar. Jetzt haben wir da noch die Frage, wann müssen Sie sich besonders um Ihr Getreide kümmern? Tag und Nacht. Immer. Ja. Von Januar bis Februar, bis Dezember. Nein, es ist die intensivste Zeit ist vielleicht, oder sozusagen für einen selber die intensivste Zeit ist wirklich, das fängt so Mitte Mai an und geht dann bei der Ernte. Das ist die Zeit, wo man tagtäglich draußen ist, tagtäglich bei den Pflanzen ist. Danach geht es in die Aufbereitung. Da kommen dann mehr die ganzen Daten. Man hat Ertragserhebung, Qualitätserhebung, man weiß die ganzen Feldbonituren. Da hat man wieder ein anderes Verhältnis zu den Pflanzen. Aber ich sage mal, die schönste Zeit für die Züchterin hier ist jetzt. Wenn alles in allen Farben so schön leuchtet und sich schön präsentiert und die Vielfalt so zur Geltung kommt, das ist eigentlich wirklich jetzt im Augenblick so der schönste Moment. Das sind wir genau zum richtigen Zeitpunkt. Ja, es ist so, ja. Das ist ja gut. So, dann hätte ich noch eine Frage, die gebe ich jetzt mal an den Herbert weiter. Was ist eine spontane Kreuzung? Ja, eine spontane Kreuzung wäre, wenn in der Natur, also auf dem Feld sozusagen, die Kreuzung passiert. Das kann durchaus vorkommen, dass auch im Feld ein Weizen mit einem Dinkel sich kreuzt. Denn das, was ich vorhin erzählt habe, dass Dinkel und Weizen vor allem im Spelz den Pollen auf die Narbe bringen, das ist nicht zu 100% so. Es gibt immer einen kleinen Prozentsatz von Fremdbestäubung. Und wenn jetzt hier ein Weizen neben dem Dinkel steht, dann kann es zu einer spontanen Kreuzung zwischen Weizen und Dinkel kommen. Normalerweise im Feld fällt das nicht auf, weil das bisschen, das ist vielleicht dann im Folgejahr eine oder zwei Pflanzen, die dann aus dieser Kreuzung hervorgehen würden. Aber daran sehen wir auch, dass die Natur da auch darauf reagiert. Wir haben zum Beispiel in trockenen Jahren, wenn es während der Blüte sehr trocken ist, dann haben wir einen sehr viel höheren Anteil an spontanen Kreuzungen. Das heißt, die Natur reagiert, oder die Pflanzennatur reagiert in diesem Stress damit, dass sie sich sozusagen in Richtung Vielfalt öffnet. Das wären spontane Kreuzungen in einem trockenen Jahr, die dann einfach im nächsten Jahr, so will es die Natur, eine größere Vielfalt erzeugen würden. Mhm, da ist die Natur ganz schön gewieft. Ja, und uns ärgert das manchmal, aber es gehört wieder zu, dass wir ja einfach immer einen kleinen Anteil Fremdbestäubung haben. Okay,
Dann haben wir hier noch eine Frage. Was können uns so große Sortenversuche wie aktuell von der Uni Hohenheim mit Urgetreide aufzeigen? Ja, in Hohenheim, das ist ja der zweite Dinkelzüchter in Deutschland. Das gibt ja eigentlich eine Züchtung fast nur noch an diesen beiden Standorten. Und da sollte ja vor allem auch in Zusammenarbeit mit Bäckern aufgezeigt werden, dass es eben eine große Vielfalt an Dinkeln gibt. Wir haben eine etwas andere Vielfalt, aber das gehört dazu. Und unsere Sorten wurden in Hohenheim auch mit angeschaut. Ah, okay. Also je mehr, je besser. Es ist gut, wenn an vielen Orten einfach diese Sortenvielfalt gezeigt wird. Okay. So, und dann haben wir noch eine Frage von einem Bierliebhaber, schätze ich mal. Nämlich die Frage, ob es auch ökologische Braugerste, also ökologisch gezüchtete Braugerste gibt. Ja, es gibt von der Getreidezüchtung in Darzau in Niedersachsen gibt es ein Züchtungsprojekt für Braugerste für den Ökolandbau. Da ist auch schon eine Sorte daraus hervorgegangen. Es ist natürlich dann noch ein langer Weg, bis diese Sorte in den Anbau kommt. Da muss man zunächst die Landwirte überzeugen, dann die Erzeugergemeinschaft, die Gerste einsammelt, dann den Melzer und dann den Brauer, dass das die richtige Sorte ist. Und ich würde sagen, die Sorte, die ist gerade auf diesem Weg. Also es gibt eine ökologisch gezüchtete Braugerstensorte, aber meines Wissens gibt es noch keine größeren Mengen Bier aus dieser Gerstensorte. Aber da können wir uns dann die nächsten Jahre drauf freuen. Sehr schön. Gut, dann danke ich als allererstes mal unseren Zuschauerinnen und Zuschauern heute fürs Dabeisein, fürs Fragen stellen. Ja, gerne auch können noch Fragen im Nachgang eingereicht werden. Wir werden uns dann bemühen, die noch zu beantworten. Und dann danke ich euch beiden ganz herzlich. Wir versammeln uns jetzt mal ein bisschen noch in die Mitte fürs Abschlussbild. Ich danke euch beiden ganz herzlich, dass wir heute hier sein durften, dass ihr euch die Zeit genommen habt und uns hier alles gezeigt habt. Es war wirklich sehr spannend. Ja, und wir freuen uns aufs nächste Mal.